Ich mag dich heute mal ganz kurz so ein bisschen mitnehmen auf meine Reise, weil die letzten Wochen und Monate und Jahre so viel passiert ist, was ich mir in meinen kühnsten Träumen überhaupt nicht vorgestellt habe. Und das möchte ich mal mit dir teilen, um dich einfach zu inspirieren. Da, wo du jetzt stehst, die Träume, die du jetzt hast, denen gilt es zu folgen, auch wenn sie noch so unrealistisch sind, auch wenn du Impulse bekommst, die noch so unmöglich dir erscheinen, folge denen, folge denen. Als ich mich, ja, so 2015 auf diesen Weg gemacht habe, wirklich ortsunabhängig zu arbeiten und so der Gedanke immer stärker wurde, ich will raus aus dem öffentlichen Dienst, will raus so aus diesem Hamsterrad, aus dieser Geliebtwerdenfalle, will mir meinen Tag selbst gestalten. Und solche Dinge. Da bin ich übrigens einmal die Woche oder wie es der Tag einfach zugelassen hat, bin ich übrigens da um die Ecke auch in ein Café gefahren. Das war so 25 Kilometer weit entfernt. Habe meinen Laptop dabei gehabt und habe mich in dieses Café gehockt. Da konnte man damals 2 Stunden kostenfreies Internet nutzen und habe so digitales Nomadentum. Das war damals so der Hype, ja. Hab das so geübt, wie es ist, wenn ich ortsunabhängig unterwegs bin. Einfach auch, um meinem Mind zu zeigen, dem Universum zu zeigen, hey, ich meine es ernst, in die Richtung geht's. Habe ich damals nicht so gesehen, wie ich das jetzt hier formuliere, aber letzten Endes, aus jetziger Sicht, war das so. Ich habe, glaube ich, gerade gestern noch darüber gesprochen, wie wichtig es ist, wenn du deine Ziele erreichen möchtest, dass du jetzt schon schaust, wo und wie kannst du im Alltag schon die Person sein und in Anführungsstrichen spielen, mit den Dingen, die du machst, wenn du dein Ziel erreicht hast. Und da gibt es auch jetzt bei dir schon ganz viele Dinge, die du jetzt da schon in den Tag integrieren kannst. Schau dir gegebenenfalls mein Video von gestern an. So, worauf will ich hinaus? Was alles so geschehen ist die letzten Jahre. Die Irmgard-Anna-Bronder-Akademie ist entstanden. Ich weiß nicht, wie viele Hunderte, sind über 1000 inzwischen ja auch. Ja, über 1000 schon. Ja, also ganz, ganz viele Menschen aus meiner damaligen Sicht unvorstellbar begleiten durfte in das freie Leben, von dem sie geträumt haben, den Seelenplan zu entdecken, den Seelenberuf daraus zu kreieren. Seelenberuf ist ein inzwischen geschützter Begriff innerhalb der Akademie. Hätte ich mir auch nie vorstellen können. Einer meiner Mentoren sagte 2018 zu mir, dem ist das aufgefallen, dass ich immer so von Seelenberuf spreche. Lass dir diesen Begriff schützen. Und ich dachte damals noch, nee, wozu? Aber irgendwann, so 2 Jahre später, kam dann so die klare Botschaft, lass dir den Begriff schützen, ja. Und so ist das jetzt inzwischen ein eigener Begriff innerhalb der Akademie entstanden. Dann ist Provita Family, Provita Universum, Provita Moments. Der Podcast ist entstanden, der jetzt in 2 Wochen an den Start geht. Unser gemeinsames Programm von Madeleine und mir, Soulmate Live, wo wir 8 Monate an der Seite von wunderbaren Menschen sind, die ihre große eigene Community aufbauen wollen. Dann ist auch ein VIP-Programm entstanden, wo ich 1:1 mit wirklich ganz ausgewählten Menschen, die sagen, hey, ich will nicht irgendein Programm durchlaufen, bei mir durchläuft man eh nicht irgendein Programm. Es ist immer alles ein bisschen individuell oder sehr individuell, je nach Intensität. Aber ich möchte mal intensiv mich online und offline begleiten lassen. Dieses VIP-Programm, wo ich 12 Monate an deiner Seite bin, ist entstanden. Hätte ich mir auch niemals träumen können. Dann ist Bali entstanden, wo es Lebensfreude-Retreat gab. Als ich das geplant hatte, ich wusste noch nicht mal so richtig, wo Bali liegt. Dann ist so der Gedanke entstanden, so mich überwiegend mit der Family da aufhalten, wo es warm ist, Zypern irgendwann in mein Mind gekommen. Und. Das nur mal so Dinge, die entstanden sind, weil ich einfach angefangen habe, groß zu träumen, weil ich Ideen hatte, weil daraus resultieren natürlich auch Impulse entstanden sind und die galt es umzusetzen. Also nur da zu hocken, auf der Couch, umsingen, so spirituell ich inzwischen ja auch angehaucht bin oder eigentlich schon immer. Wir sind ja alle spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen. Wir sind ja nicht dieser Körper, wir haben diesen Körper.
Und das berührt mich gerade so, was alles entstanden ist, ein Familienbusiness. Das ProVita Familie Online Summit mit so vielen wunderbaren Teilnehmern, mit so vielen wunderbaren Sprechern, wo wir so viele Menschen auch im Herzen berühren und inspirieren konnten. Divinity ist neu am Start jetzt, wo Madeleine und ich 8 Wochen an der Seite von wunderbaren Menschen sind, wo es darum geht, die eigene Göttlichkeit nochmal zu erkennen und zu entdecken und. Und solltest du jetzt denken, die hat gut reden, die ist ja schon da. Bitte wisse, alles fängt irgendwann mal mit einem Traum an, mit deinem Traum. Ich habe mal genauso wie du vor dem Computer gehockt oder am Handy damals noch nicht, aber wenn wir es auf die jetzige Zeit beziehen, am Handy, wo du mir vielleicht jetzt hier zuschaust und gedacht, boah, es wäre ja schon schön, wenn. Und diese Träume, diese Ideen, die du in dir hast, wie du dir dein eigentliches Leben wirklich vorstellst, mit all dem, was für dich dazugehört, da geht es nicht darum, jemanden nachzukopieren. Das ist alles schon für dich vorbereitet. Du darfst nur dafür gehen. Du bist nur einen Schritt davon entfernt und du darfst dich, für dein Herz, für deine Seele entscheiden. Das Ding ist, wir wissen nie, wie dieser Weg ausschaut. Das wusste ich damals auch nicht. Ich habe einfach nur von einem freieren Leben geträumt. Was alles daraus entstanden ist, das ist, hat sich einfach auf dem Weg ergeben. War das immer einfach? Nein, vor allem die größten Schritte, die ich gehen durfte, die waren am unbequemsten. Warum? Da hat ja mein System auch am meisten rebelliert. Das kennt das System ja nicht. Dann musste ich ja wirklich, ich nutze das Wörtchen muss nicht gern, aber in dem Kontext muss ich es jetzt nutzen, stabil Dinge anders machen. Und bevor ich etwas anders machen kann, muss ich stabil anders denken und fühlen. Und daraus resultiert erst das Handeln. Und daraus resultieren ja dann letzten Endes erst andere Ergebnisse. Verstehst du? Du darfst jetzt dir erlauben, deinen Träumen zu folgen und jetzt schon stabil in großen Bereichen in deinem jetzigen Alltagsgeschehen schon so zu denken und zu fühlen und soweit das möglich ist. Und da ist viel mehr möglich, als du es bis eben für möglich hältst. Das merke ich immer wieder, wenn ich Menschen begleite und denen dann eine Aufgabe gebe, wie viel es denen von den Schuppen fällt, was jetzt alles schon wirklich integriert werden darf. Und dann gehst du jeden Tag ein Stückchen weiter. Und ja, wenn wir ganz offen reden, ohne ständige Begleitung an meiner Seite würde ich heute auch nicht da stehen. Das ist das Wichtigste, was ich gelernt habe, mir immer zu gönnen, immer Menschen an meiner Seite zu haben, die da sind, wo ich hin möchte. Und wenn du auch schon länger so den Impuls hast, es wäre ja schön, wenn du mir vielleicht schon seit einer Weile folgst oder überhaupt so das Gefühl hast, das sind wie so unsichtbare Gummibänder, die dich immer wieder zurückziehen, dann lass uns doch einfach mal sprechen. Lass uns einfach mal sprechen, wo stehst du, wo möchtest du hin? Ich werde dir da auch nichts verkaufen, sondern einfach mal dir ein paar Empfehlungen mitgeben, wie ich dich begleiten kann und nur du kannst entscheiden. Ja? Also schick mir einfach eine persönliche Nachricht. Oder wenn du sagst, ich will da noch ein bisschen tiefer erstmal noch in die Energie eintauchen von der Irmgard. Es gibt ja auch ein kostenfreies Videotraining, wo ich so drei Schritte auch teile, drei wesentliche Schritte, die ich gegangen bin, um da wirklich, ja, da anzukommen, wo ich hinkommen wollte. Dann schau dir erst das Videotraining an. Es ist so vieles für dich da. Nur letzten Endes, wenn du sagst, hey, ich will jetzt wirklich mal innerhalb einem relativ kurzen Zeitraum, in diesem Jahr zum Beispiel, wir haben ja, der Februar ist zwar schon fast vorbei, aber trotzdem haben wir ja Jahresanfang. Ich will in diesem Jahr am Jahresende zurückblicken und nicht wieder denken, hätte ich doch nur, sondern ich will jetzt wirklich zurückblicken und sagen, hey, ich hab's gerockt. Dann wärst du natürlich auch möglicherweise eine Kandidatin noch fürs VIP. 1:1 bin ich da ganz, ganz intensiv an deiner Seite. Wir werden uns da online und offline sehen, an wunderschönen Orten und ja, da ganz, ganz großartige Dinge natürlich entstehen lassen. Also, fühl in dich hinein. Wenn du es spürst, jetzt ist der Zeitpunkt da, endlich voranzugehen,
Großartiges entstehen zu lassen. Und zwar von da weiterzugehen, wo du gerade stehst. Es geht nicht darum, in der Vergangenheit rumzuwühlen, sondern wirklich die Klarheit zu haben, in die Richtung geht's, da will ich Ende des Jahres stehen. Und ja, dann kann ich dir wirklich das VIP-Mentoring ans Herz legen. Da gibt es natürlich limitierte Plätze, da kann ich keine 100 Menschen, 100 Frauen gleichzeitig begleiten, weil ich ja da schon ganz intensiv mit dir Zeit verbringe, online und auch offline. Also wenn dich das irgendwie anspricht, nimm Kontakt zu mir auf und ja, dann schauen wir, was möglich ist. Es gibt immer eine Möglichkeit. In diesem Sinne, hab noch einen wunderschönen Tag und herzliche Grüße. Ciao, ciao.